Und guten Tag wünsche ich euch und willkommen zu einem ungefilmten Video, was mal ausnahmsweise tagsüber beginnt. Und wir kochen heute was. Warum? Einfach weil ich das möchte. Und wir kochen heute einen veganen Döner. Ja? Ich werde jetzt die Zutaten einkaufen gehen und nehme euch mit und dann kochen wir gleich zusammen. Ich bin mal sehr gespannt, ob das alles klappt. Und dann mache ich einen leckeren veganen Döner. Woo! So, ich bin auf dem Weg zum Supermarkt. Everybody get up. Das ist der Basic-Markt, Reformhaus. Da gibt es so Soja-Joghurt und so ein Kram. Deswegen gehen wir jetzt da rein. Ich habe mir das Rezept aufs Handy gepackt, damit ich halt gucken kann, was ich noch so brauche. Und ich brauche zum Beispiel vegane Mayonnaise. Und ich habe hier die Mayo-Abteilung gefunden. Und da haben wir schon mal vegane Mayonnaise. Sehr cool. Sehr gut. Mal gucken, was ich noch alles finde. Ich habe schon eine coole Sache gefunden, die ich noch nicht kenne. Nämlich Apfeldicksaft. Das ist sowas wie Honig aus Äpfeln. Richtig cool. Also so ein Süßungsmittel aus Äpfeln. Richtig cool. Richtig cool. So, jetzt ab nach Hause. Und dann gucken wir mal, was wir alles so erbeutet haben. Bis gleich. So, jetzt fangen wir an zu kochen. Und wir haben unsere Beute hier auf dem Tisch ausgebreitet. Wir haben hier alles, was wir geholt haben. Mayonnaise, Sojajoghurt, Rotkohl, Fladenbrot, Lollo Bionder Salat. Das habe ich erst die ganze Zeit nicht gefunden, da musste ich nachfragen, weil ich wusste nicht genau, was Lollo Bionder ist. Zwiebeln, Knoblauch, Tomaten, eine Zitrone und Grill- und Pfannengewürz. Ja, geil! Und jetzt wird erstmal ein Döner gemacht. So, das ist das ist Seitan. Das ist quasi der Fleischersatz in dem Döner. Jetzt hast du aber Group-Fotos gemacht, jetzt wird gearbeitet hier. Warte, noch einmal Instagram, bitte! Ich muss ein schönes Bild posten, das sind immer nur hässliche Bilder mit mir drauf und dann brauche ich einmal ein schönes Bild. Mit meinem türkischen Tisch? Okay, so schön ist nicht, aber wenn ich einen Filter drauf packe, mein Lieber, wenn da noch ein Filter drauf kommt, dann... 30.000 Likes. Minimum, mein Lieber. Minimum. So, Dena macht jetzt die Soße hier mit Sojajoghurt und so weiter und so fort, die steht da. Und ich brate in der Zeit... Das Seitan an. Hier sind übrigens die ganzen Gemüse, die ich schon geschnitten habe. Hier, das ist das Seitan. Oh, ja. Und das brate ich jetzt in der Pfanne. Und Dena macht derzeit die Soße. Machen wir Aufgabenteilung und dann ja. Gibt's gleich Essen. Genau, so geht das, Dena. Ich merke schon, du bist überfordert wie Sau. Hast du 5 Teelöffel Currypulver, mein Lieber? Also. Und 5 Teelöffel Paprikapulver? Guck mal, was ich hier neu gekauft habe. Curry und Paprika. Sind das mehr als 5 Teelöffel? Ja. 5 Teelöffel Tomatenmark, 2 Esslöffel vegane Mayonnaise und noch mehr Paprika und noch mehr Paprika, rede ich schlecht. Und noch mal Paprika und na, schon leer. Nee. Oh, scheiße, der wievielte war das? Ey, du hast schon locker genug. Man kann auch abschmecken. Hallo, übertreib nicht. Da stand 5-mal. Das waren es vielleicht 5. Ich denke, guck mal, das ist vegane Mayonnaise. Krass, oder? Ja, ist halt ohne Ei. Wie macht man das? Wie ist dann was stattdessen drin? Soja. Sojabohnen. Ha, was sonst? Vegan. Soja. Auch Ei. Hier ist so ein kleines Stückchen. Das ist wahrscheinlich mal das Reis zu probieren, aber egal. Das ist heiß. Muss erstmal. Ja, nimm es. Ist gut? Schmeckt wie... Schmeckt das? Geht in Richtung Fleisch. Von der Konsistenz, ne? Mhm. Und richtig schön gewürzt, ne? Mhm.
Das ist gut. Das ist toll, ja. So, und dann haben wir hier unser ganzes Gemüse. Gurkenscheiben, Zwiebelscheiben, hier den schönen Salat, dann hier Rotkohl, dann das Fleisch, Tomaten. Und dann können wir jetzt den Döner jetzt belegen. Und wenn der gleich fertig belegt ist, dann zeigen wir es nochmal. Wir haben es geschafft, der Döner ist fertig. Das erste vegane, richtige Menü oder so, was ich gekocht habe. Ich habe ja noch nie richtig gekocht, außer so Spaghetti oder so, ne? Und jetzt habe ich endlich mal was gemacht, wo ich richtig Gemüse geschnitten habe. Den hat die Soße gemacht. Das habe ich sehr gerne gemacht. Wir haben hier den Sandwich-Toaster genutzt, haben Brot getoastet, ja. Das ist mein Döner, ja. Richtig geil sieht er aus. Hier, das sind die Sachen, die da drin sind. Hier ist dieses Seitan, was halt dieser Fleischersatz darstellen soll. Das Ding ist Döner. Mhm. Sieht gut aus, ja? Ja. Und hier ist der geheime Döner vom Kameramann. Hallo, Hallo Kameramann. Hallo, es ist so schade, dass die Leute dich sehen. Kennt dich jemand? Kennt die Kameramann jemand? Ich glaube niemand. Nee. Das ist ein Mensch, der hat nicht so viel mit YouTube zu tun, aber ist ein Kameramann, das ist immer auch cool. Kameramänner für die Welt. So, das war. Lass mal einmal rein, weil es macht den Geschmackstest, okay? Okay. Okay. Boah, das ist ein dickes Tier auf jeden Fall. Okay, den hat guten Appetit. YOLO. Mmmh. Wow, viel zu viel Soße. Das ist übrigens die Soße, die für 4 Döner ausreichen soll. Wird ein bisschen eng, glaube ich. Boah. Mega geil. Ich bin voller Soße. Okay. Beste Leben. Hau rein, jetzt ist das Haus. Bis wir nächstes Mal auf Fleisch. So, jetzt sind wir hier mit einem vollen Haus. Auf einmal ist noch Talle da. Auf einmal ist noch Ich kann Easy da. Ich kann da nichts mehr. Leck ihn mal ab, Dena. Da ist noch Ali da. Ich hab Izzy lieb. Hallo, ey. Ey, was? Was? Ich will nicht gerade ausmachen. Ah, mein Knie. Ich hab das irgendwas Falsches in seinem veganen Knie. Ja. Talle hat jetzt auch mal sich einen veganen Döner geholt. Wir haben noch voll viel Fladenbrot. Wir haben jetzt hier noch das Ganze noch mehr gemacht, hier Soße. Ich habe auch noch einen zweiten gemacht, weil er so geil ist. Das ich gerne einen Kinderdöner. Ein Kinderdöner, du kannst dir, das ist das kleinste, glaube ich. Oder ist das? Da, nimm das. Musst du so aufreißen, setzt du da hin. Wie viel macht das? Oder schneid mal. Schneid mal auf, schneid auf. Wie viel Kalorien macht das? Das macht dann 5,20 Euro. Für einen Kinderdöner? Ja, weil Kinder sind rich, weiß ich. YouTube mag nicht. Mach das Ali für mag mich. Die meisten du Sachen machst nicht. Das für mich und ich filme dich dabei. Ali mag keine Tomaten und so, deswegen mach. Du machst das, ich filme. Okay. Okay, Ali, pass auf. Oh, also, Ali, Abschluss. Oh, ja. Nehmen wir die Soße. Oh ja, geile Soße. Was ist das für eine Soße? Streichen die. Oh. Die selbstgemachte vegane Soße. Und ist das eine leckere Soße? Richtig geile Soße. Och, nicht. Oh, ja. Tomaten magst du nicht? Nein, nicht Zwiebeln. Tomaten, nee. Tomaten, nee, auch Zwiebeln. Aber die Zwiebeln, die sehen richtig gut aus, ey. Oh, doch, für Adi, doch. Ja, nicht versehen. Oh, nice. Ja, nicht so viel. Und die Gurken. Gurken. Ach, eine Gurke muss einmal sein. Sind da Steck 2. Richtig abgefahrene Schlangengurke. So. Und jetzt kommt das ganze Fleisch da rein, ja? Oh, der sieht gut aus, Adi. Da läuft mir doch glatt das Wasser im Mund zusammen. Der sieht gut aus, Adi. Der sieht gut aus! Ich hätte nicht fragen sollen. Top Soße. Mmh. Soße hab ich gemacht. Dena, wie hat der dir geschmeckt? Du hast den Döner schon aufgegessen, wie hat der dir geschmeckt? Sehr, sehr geil. Also ich muss ja sagen, die einzelnen Sachen fand ich gar nicht so geil. Aber als es dann alles zusammen gemischt war als Döner, das erste vegane Essen, was ich wirklich richtig geil fand. Und die Soße war natürlich top, weil die habe ich ja auch gemacht. Und schmeckt euch auch die Soße von Dena? Nee. Aber der Rest. Der Rest schmeckt gut? Ja, den Rest habe ich gemacht. Danke, danke. Ich gehe jetzt wieder zu Izzy, weil Dena fängt. Oh Gott! Nee, jetzt aber so. So, ganz so euer Urteil. Ich habe ein bisschen zu viel Soße bei dir reingetan. Ja. Aber schmeckt gut. Die Sache ist, ich mag nicht mal Döner. Jetzt kotzt er auf einmal. Eigentlich wollte ich damit sagen, dass ich normalerweise keine Döner mag, aber den veganen Döner jetzt schon. Zeig deinen Schwanz. Los! Da das Video ein sehr merkwürdiges Ende hatte, mache ich es nochmal Nachwort. Erstmal hoffe ich natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Dieses bekloppte Kochvideo war total sinnlos, wie immer halt. Aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht zu drehen, hat auch Spaß gemacht zu schneiden. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Dann noch eine Sache, die ich unbedingt jetzt ansprechen wollte, nämlich die Longboard-Tour durch Deutschland. Ich bin gerade schon dabei, die Route zu planen durch Deutschland. Ich werde wahrscheinlich nicht komplett durchgehend nur fahren, sondern auch manche Stellen und halt auch wenn Regen kommt und sowas, mit öffentlichen Verkehrsmitteln überbrücken, wie Bahn oder so. Das heißt, ich suche Sponsoren für diese Deutschland-Tour. Also ich werde das meiste mit dem Longboard fahren, aber halt, wenn jetzt irgendwie das nicht möglich ist, da von einer Seite nach anderen mit dem Longboard zu fahren, dann muss ich halt das immer überbrücken. Ich suche Sponsoren,
für ja, Unterkünfte, das heißt, wenn ich jetzt in Hotels schlafe oder halt auch bei Abonnenten oder Zuschauern, je nachdem, wo ich halt übernachte, dass ich halt auch bezahlen kann diese ganze Zeit. Ich suche einen Internetanbieter, damit ich während der Fahrt auch Internet habe, damit das alles klappt mit mobilen Daten und ganzen Döns hochladen und so weiter und so fort. Vielleicht Telekom oder sowas. Dann vielleicht eine Longboard-Marke, die mir Longboards stellt dafür. Und vielleicht halt wegen diesen öffentlichen Verkehrsmitteln die Deutsche Bahn. Wäre auf jeden Fall cool, wenn da irgendwie eine Zusammenarbeit stattfinden könnte, damit ich halt diese Tour verwirklichen kann. Das wäre so cool, einfach eine ganze Tour durch Deutschland. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf, ich habe richtig Bock drauf. Ich hoffe, ich treffe euch dann in eurer Stadt und ihr fahrt ein Stück mit. Oder ich weiß nicht genau, wie es wird, aber es wird auf jeden Fall cool. Ja, ich versuche auf jeden Fall, mich mit den verschiedenen Unternehmen ein bisschen zusammenzusetzen, damit das auch alles einfacher verwirklicht werden kann, weil alleine kann man das nicht stemmen. Also ich musste auf jeden Fall ein bisschen Hilfe haben. Aber durch die Reichweite, die ich mittlerweile habe, kann ich auf jeden Fall irgendwo anfragen. Ja, und das mache ich dann auch. Und ja, falls ihr irgendwie wisst oder falls ihr irgendwo noch helfen könnt oder falls ihr noch irgendwo Leute kennt aus irgendeiner Richtung oder falls ihr irgendwie Ideen habt, von was für Unternehmen ich da anfragen könnte, dann schreibt sie in die Kommentare. Ich brauche eure Hilfe, damit ich halt da das alles realisieren kann. Weil 1 Million Abonnenten sind nicht mehr weit. Ich habe jetzt 900.000 Abonnenten auf Ungespielt. Und ungefähr bei 1 Million Abonnenten möchte ich ja diese Tour machen, je nachdem, wie es halt dann auch zeitlich gut läuft. Das wird ungefähr 1-2 Wochen lang, werde ich unterwegs sein mit dem Longboard und das wird auf jeden Fall eine harte Zeit. Aber wäre auf jeden Fall cool, wenn ich bis dahin noch so ein paar Sponsoren finde. Das wäre richtig cool. Ja, das wollte ich nur sagen, damit ihr Bescheid wisst, wie der Stand der Dinge ist. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Haut rein und ciao, Leute. Uff.